Biggie. Ach nee. Übrigens. Das Tor! Stopp! Fuck! Stopp! Oh. Shit, Mann. Eieieiei. Hallo und herzlich willkommen zu Bock auf ein Game. Let's play Resident Evil 7 VR. So, sind wieder, wie ihr hört, alle Wahnsinnigen dabei. Konsole an der VR und der PS4. Haben wir auch mal gesagt, dass wir auf der PS4 spielen? Nö. Dann haben wir auch den guten Playbeat dabei, dem es mittlerweile ein bisschen besser geht. Ich glaube, ich habe vorhin immer nie alle vorgestellt, oder? Doch. Nee. Weiß ich nicht, ist ja egal. Es sind ja immer die drei. Ne? Steht auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr wissen wollt, wie wir heißen. Wir haben eine Videobeschreibung, wie schön. Ja. Haben wir jetzt irgendwas um das Klebeband unten auf? Ja, du hast doch irgendein Teil eingesammelt, oder? Was soll das eigentlich? Garage. Steht doch drauf. Sag mal, Capo. Jo. Warum spielst du jetzt eigentlich gerade nicht? Weil es meine Runde ist. Ja. Du hast ja deinen abgebrochen. Ja, du hast ja deinen abgebrochen, weil dir schlecht war. Ach ja, so rum war das ja. Du hast auch alles vergessen, ne? Ja, mir war nicht gut. Nee, geht nicht, ne? Ich hab das hier noch nicht ganz geschnallt, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie man das benutzt, weiß ich auch nicht. Eigentlich da oben auf Benutz, aber was ist denn das eigentlich für ein... Kann man das so Shortcut-mäßig? Ja. Das denke ich schon. Legen? Aber geht nicht, oder? Ja. Ein Werkzeug im Schlösser zu knacken. Vielleicht, weil es keine Waffe ist. Ja, aber es ist doch absurd. Man, ja, also es ist ein Werkzeug, um Schlösser zu knacken, aber damit kann ich nicht das Klebeband abmachen. Ja. Warte mal, irgendwo war doch noch eine Tür. Wo ist denn Daddy überhaupt? Der fehlt mir irgendwie. Geh doch mal weiter an die Haupttür, da wo dieses komische Ding war. Damit kannst du doch das Schloss aufmachen. Denn hier überhaupt? Aha. Haupttür. Hier war ja noch die Haupttür. Wie war denn die Haupttür? Also, die Haupttür, von der du die ganze Zeit laberst, ist da. Du hast so ein Glück gehabt, dass sie gerade kam. So, zack, mach auf die Scheiße. Hä, wo ist das Ding hin? Oder was? Hä, wo ist denn dein Dietrich? Ich hab keine Ahnung. Hä, du hast doch eben noch einen Dietrich gehabt. Ich dachte mal ein Eispickel. Nein, ja, das war doch so ein... Aber den habe ich doch benutzt, um diese eine Dings aufzumachen gerade. Das hier ist was anderes. Guck mal, da muss irgendwas reingesetzt werden, möchte ich wetten, oder? Ja, dann pack ihn nochmal aus, pack ihn da rein. Reinstecken, oder? Warum nicht? Tu dir doch keinen Zwang an. So, irgendwie hängen wir jetzt, ne? Wir sind jetzt. Ah, was steht denn da? Ja, Jack und Marguerites 25. Hochzeitstag. Das ist ein Code. Pass auf, da ist der nächste Code. Dreh um. Ziemlich arrogant aus. Er ist der andere Freak. Lukas, Februar 2013. 2013. Ich gehe jetzt letztes Mal hier noch gucken. Guck dich ganz in Ruhe um. Fühl dich nicht ge... Übrigens, diese Wobbelköpfe da, ne? Das ist schon der dritte, den wir gesehen haben. Ne? Wow! Da hat sich aber ein Zuschauer ganz schön erschrocken. Was ist das denn? Achso, das erschrocken. Ist ja dann... Sag mal, jetzt krieg ich es völlig durcheinander. Heißt es, ich habe mich erschrocken. Ja. Und ich habe dich erschreckt. Ich hab dich erschrocken. Nein, ich hab dich erschreckt. Ja. Oder? Ja, genau. Drück die VR gegen das Mikro. Oder? Ja, das kann sein. Meine Fresse, ey, Schule ist. Aber wir sind ja nicht hier, um irgendwie die Leute zu bilden. Wir sind ja hier, um die Leute zu... Erschrecken. Haha! Richtig. Richtig. Ja, wir sind nicht hier, um die Leute zu erschrecken. Mach mal die Tür auf. Hey, ein Bolle. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Was machst du hier, Mann? Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Du bist alleine hier? Scheinen Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt... Es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet.
Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Sheriff. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Okay, jetzt traut er mir. Verdammtes Taschenmesser? Ja, unten kannst du aufmachen. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Besser als nichts. Ja. Los, jetzt! Übrigens, was ist denn das für ein komischer Polizist? Übrigens echt eine chirurgische Meisterleistung, dass meine Hand da dran ist. Mit Tacker. Das funktioniert. Was soll ich mit einem Messer? Ja, ich weiß was. Ja, wenigstens kannst du damit kämpfen. Zack, zack, zack. Oh, ja. Ah. War das beabsichtigt? Oh. Das ist klar. Zufall. Nee, ich erinnere mich, dass du stand doch... Ja, ich dachte gerade, du bist völlig außer Kontrolle. Na also. Das hätte ich ohne nicht mit hinbekommen. Nee. Das stimmt. Jawohl, dicke Karre in the building. Das ist er. Stich ab! Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Biggie, oh, nee. Übrigens... Hey, das Tor! Stopp! Fuck! Stopp! Shit, Mann! Eieieiei! Was machst du schon wieder hier? Kill ihn, kill ihn, kill ihn! Ich bin noch dabei. Du machst nur sein Hemd kaputt. Der wird nur noch saurer. Lauf, Alter. Bomber. Lass mich bloß in Ruhe, Mann. Ich will gar nicht. Ich will echt nicht. Stich ihn ab! Du musst dich jetzt stellen. Töte. Kann ich nicht den Baller mal von den Bullen nehmen? Stich zu. Ja, doch. Doch. Ja, lock ihn erstmal hierher. Ja. Komm her. Ich halte Maul, versprochen. Jetzt schnell. Schnell, renn hin. Ja, Pistole, jawohl. Okay. Schieß Daddy in den Schnauze, Kopf. Schnauze, Mann. Was? Bam. Ja, Treffer. Bam. Alter, der hat zwei dicke Schüsse direkt auf die Nase kassiert. Digga, schieß ihm in die Eier. Kranke Sau, okay. Jawohl, guck, das mag er gar nicht. Was ist denn da? Der schießt einfach weiter. Alter, Ole ist ein guter Schütze, ist ein guter. Ja. Ja, genau. Beim Kopf interessiert ihn das nicht, aber in den Eiern. Digi, du hast noch 6 Schuss. Ja, was? Dann nimm doch noch mal was auf deinem Boden liegt. Konzentrier dich. Daddy ist da. Aua! Was ist denn mit Daddy los, Alter? Renn weiter. Da hinten rechts war noch was. Was wo? Da geradeaus. Da lag irgendwas. Nimm das. Autoschlüssel, ab ins Auto, hau ab. Wir müssen überfahren. Genau, mach das was Pizza. Ja, gleich kannst du nicht mehr fahren. Alter, macht ein Cabrio draus. Ja, aber Daddy fährt. Ey, du hast die Schlüssel. Was geht denn jetzt ab? Digga, bist du geisteskrank. Pass auf. Daddy will dich überfahren. Boah. Alter. Nein, Mann. Ey, hallo. Oh, Alter. Ey, was ist denn mit Daddy? Lauf. Der ist außer Hand und Band. R1, schnell. Die kranke Sau, Alter. Digi, lauf. Oh, Alter, nee. Ein paar Donuts. Ey, R1, damit du deine Medizin nimmst. Gib mir irgendwas. Ey, was? Oh, der fährt in der... Hier wird... Im Hühnerstall Motorrad? Locken, ja. Oder wie? Wie die Oma. Alter Schwede! Sag mal ganz kurz, was ist eigentlich aus der Oma geboren, die damals im Hühnerstall ganz am Motorrad gefahren ist? Die eiert da immer noch rum. Also. Alter, jetzt reicht's aber. Was willst du? In drei Teufelsnamen. Irgendwas musst du machen, ey. Mir wird jetzt schon wieder schlecht. Was ist das? Schlüssel. Aua! Eieiei. Was zur Hölle? Hau ab! Hat er noch ein paar Mumpeln? Mumpeln? Alter, jetzt Motion Sickness, Alter. Was ist los? Ja, ich glaube, du musst warten, bis er kein Benzin mehr hat. Nein. Fuck. You're dead. Wäh. Na gut. Ein paar Minütchen haben wir noch.
Oh, Bamini, Schamino. Halten Sie in der Garage. Lass doch mal, warte mal. Was stand denn da gerade? Mach mal zurück. Zielgenauigkeit. Nee, warte mal, da stand gerade irgendwas. Kampf nach Objekten ausschaut, die Ihnen im Kampf helfen könnten. Irgendwas hast du übersehen. Aber eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, du hast den Schlüssel genommen und er ist aber losgefahren. Mhm. Okay. Schnelles Umdrehen, aha, okay. Zack, 180. Ja, ab die Post. Okay. Abjuckeln. Na gut. Es aber cool, wie den Bullen platt macht. Dann musst du den ganzen Käse nochmal machen. Oh. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Sieht man denn jetzt gar nicht von hinten kommen, eigentlich? Nee, taucht aber nicht. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach, ja? Wo ist er denn da jetzt? Ja, der muss doch irgendwie da auftauchen. Ja, genau. Alter Schwede. Ey, sag mal, ab wie vielen Jahren ist das Spiel aber eigentlich? Aber das muss auch eine super Schaufel sein, ne? Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ich glaube ab 18. Scheiße, ich werde jeden einzelnen. Aha, was ist das? Hier, das macht das kaputt nochmal. Ist da irgendwas drin gewesen? Ja, soll ich da drauf schießen oder? Nee, auf ihn. Eieiei. Der hat gesessen. Kannst du jetzt nicht selber in den Wagen steigen? Wo zum Teufel glaubst du, dass du hin bist, Junge? So, hau rein, Digga. Ja, jetzt mach du das. Drift. Scheiße. Hä? Was hast du gemacht? Bist du wieder ausgestiegen? Jetzt macht er das. Schieß. Schieß ihm gleich die Reifen kaputt. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ja. Es geht nicht. Hat das was gebracht? Nein. Boah. Jetzt geht der ganze Scheiß wieder los, Alter. Was hast du denn da vorhin... Alter Schäde. Was macht der? Was hast du denn da eingesammelt eigentlich? Du kranke Sau, ey. Worauf soll ich schießen? Ich weiß nicht, vielleicht auf ihn? Oh, warte mal, hat das halt... Hat sein... Was? Auf den Tank oder was? Alter, du stehst Garage mit in. Ihm in der Dings drin, in der Grasse. Er soll brennen, du nicht. Gibt es irgendeinen Punkt in der Garage, wo er nicht gegenfahren kann? Nee. Eieiei, das geht nicht gut. Du kannst auch mal nachladen. Jetzt schieß. Hä? Hör auf, er ist tot. Dumme Sau. Okay. Ach du Scheiße, er brennt. Hau ab. Viel Spaß, Daddy. Thema ist gut durch. Oh. Nein, das Thema ist nicht durch. Er steht. Junge, schau, was du angestellt hast. Oh nee. Scheiße. Oh nee. Oh. Alter, was? Hoppala. Alter, ach, ja, Schwede, ja. Ey. Was ist das denn? Ja, der ist... Noch mitgeben, oder wie? Nee, spar war's. Dir die zwei Schuss. Damit Daddy du Kanickel jagen kannst. Daddy ist... Jetzt wie kommst du jetzt wieder raus? Hier, mach auf den Scheiß. Oh, Treppe. Hä, wo kommen die denn auf einmal her? Ja, die kommen da. Ist klar, er kommt immer runter. Wow, das nee. War so klar. Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Boah. Oh, Scheiße. Sauber. Digga, der Typ ist aber komplett bescheuert, Alter. Aha. Alter, ich geht, ey. Das war's dann jetzt aber. Schau dir alles ganz genau an. Das war anatomisch korrekt. Anatomisch war das alles korrekt. Richtig. Dr. Ole. Können wir noch irgendwas auf den Fein treffen? Motor? Ah, schau mal. Ja, toll. Aha. Schrauben wir raus und dann haben wir unsere Figur, die wir in die Tür setzen. Oh, voll gut, wie du die Schraube nachgemacht hast. Ja. Ochsenstatue. Ochsen. Ochsen. Piet, wie macht ein Ochse? Ein Ochse? Mhm. Oh. Was, wenn man ihm auf die Eier tritt, oder? Achso, nee, ich glaube, das...
Wieso? Ist Capo, alles safe, Capo, ohne Kanzler. Wie macht denn ein Ochse? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Komme ich jetzt hier wieder raus? Sind wir reingekommen? Hä? Es gibt ja auch Ochsenschwanzsuppe, ne? Was ist denn mit dem Motorrad da oben? Der noch, oder? Hör auf, zwei Schuss. Ich will ja nicht. Ich will ja gar nicht. Du hast nur zwei Schuss. Eine für den Gegner und eine für dich, wenn du es nicht schärfst. Klassiker. Klassiker. Kannst du das Auto nehmen? Ich glaube, das ist durch. Er kann es einstecken. Was kann ich? Absolut. Das war ein Witz. Ja, aber vielleicht. Vorhin das Funkgerät kannst du nicht nehmen, was er hat, ne? Nee, natürlich nicht. Oh. Gute Frage. Was soll ich machen? Ja, such einen Ausweg. War da oben noch irgendwas? Nee, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht geht da nochmal hoch. Kannst du irgendwie zuhauen? Mit irgendwas? Oh, warte mal. Achso, ich kann hier das Regal verschieben. Der fliegende Arm, ey. Zack. Aha! Hier runter. Und ab zur Tür. Genau. Mach die Ochsenstatue in die Tür rein, Rinne. Piet, schläfst du schon? Was? Der schläft schon. Nee, ich bin noch voll da. So, und wenn wir die Tür öffnen... Sag mal, waren die Blumen da schon immer? Ja. Okay. Dann habe ich geschlafen. Dann kommt wahrscheinlich wieder der Oberkiller raus. Und was? Machen wir die auf? Ja, wir machen sie ja auf. Pack rein die Statue. Tada. Und herzlich will... Was hinter der Tür ist? Kommen. Huhu. So, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge bei Resident Evil 7 VR. Danke fürs Zuschauen. Tschüss Gute und auf Nacht. Wiedersehen. Tschüss.